Meine Damen und Herren, ich mache weiter mit Pressemeldungen. Da brauchen wir gar nicht mehr stundenlang warten. Die sind schon da. AFP meldet, dpa meldet, Reuters meldet und die Meldungen verdichten sich so weit, dass es anscheinend soweit ist, dass Angela Merkel auf den Verzicht auf den Parteivorsitz bei der CDU verzichten möchte. Das geht natürlich in Richtung Dezember und Parteitag. Da müssen wir jetzt natürlich sofort ins Konrad-Adenauer-Haus schalten. Gerd-Joachim von Fallois, ist das verifizierbar, diese Meldungen, oder ist das noch zu früh? Also wir hören das auch. Seit 9 Uhr sitzt ja das Präsidium der CDU hier 2 Stockwerke über mir. Und dort soll wohl Angela Merkel selber das Wort ergriffen haben. Und immer, wenn man Angela Merkel unterschätzt, dann wird man eines Besseren belehrt. Sie hat sich das natürlich alles angeguckt. Auch zum Beispiel die Ereignisse nach der Bayernwahl. Horst Seehofer ist weiter im Amt. Ich hatte es schon mal gesagt, Herr Maaßen ist momentan auch noch kommissarisch im Amt. Und Angela Merkel wird für sich kühl analysiert haben, dass sie gesagt hat, wenn ich noch Einfluss nehmen will als Parteivorsitzende für meine Nachfolge, das hat sie nämlich auch immer schon angekündigt, dass sie anders abtreten will als die anderen Bundeskanzler, da muss ich das vorbereiten mit einem neuen Parteivorsitz. Ich tippe mal, dass sie Annegret Kramp-Karrenbauer dann favorisieren wird. Das wird dann sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen hier ausgefochten werden. Jedenfalls tut Angela Merkel etwas, womit man nicht gerechnet hat, denn sie hat ja auch immer gesagt, also das Amt des Parteivorsitzenden und der Bundeskanzlerin gehört in eine Hand. Man hat es ja bei ihrem Vorgänger gesehen, Gerhard Schröder, der das Amt abgeben musste. Das wurde ihm natürlich auch als Schwäche ausgelegt an Franz Müntefering damals. Und dann war es auch irgendwie bald zu Ende mit der Kanzlerschaft. Aber wenn man als Berater der CDU tätig gewesen wäre, hätte man der Kanzlerin genau zu diesem Schritt geraten. Denn man muss ganz ehrlich mal sein, nächstes Jahr sind 3 Wahlen in Ostdeutschland. Es gibt die Europawahl, dann gibt es die Sollbruchstelle im Koalitionsvertrag. Und wer glaubt wirklich, dass die Legislaturperiode bis zum Jahr 2021 gehen wird? Ich eher nicht. Und deswegen hätte ich der Kanzlerin geraten, tun Sie diesen Schritt, dann können Sie noch in einem Jahr in Ruhe als Kanzlerin agieren. Denn der Druck auf Angela Merkel wäre in den nächsten 6 Wochen sicherlich unwahrscheinlich gestiegen. Und sie hätte ihrer Partei damit auch keinen Dienst erwiesen, denn der Bürger ist frustriert, was die handelnden Personen angeht. Das hat er ja deutlich nun auch bei den Landtagswahlen gemacht. Und Angela Merkel reagiert darauf und vielleicht behält sie so das Heft des Handelns in der Hand. Und damit zurück zu Stefan Kulle. Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Nachfrage, Gerd-Joachim. Also wenn sie nicht mehr anträte und eine andere Vorsitzende vorschlagen würde, ist dann die Frage, wie geht die Partei mit? Es geht ja dann auch um eine Richtungsentscheidung eventuell der Partei. Oder wäre dann jetzt die Richtungsentscheidung gar nicht mehr das, was vorne liegen würde, sondern einfach nur eine Personalie? Jein, also seit jetzt ist das Feuer freigegeben. Herr von Stetten hat schon angekündigt, dass der wirtschaftsliberale Flügel noch in dieser Woche einen Vorschlag machen will. Da rätselt man auch, wer könnte das sein. Es gibt ja 3 Kandidaten, die sich bereits gemeldet haben, die im Dezember kandidieren wollen. Das sind aber alles 3 unbekannte Männer, denen keine Chance eingeräumt wird. Also, wer wagt sich jetzt aus der Deckung, dass Angela Merkel Annegret Kramp-Karrenbauer in diesem Amt sicherlich gerne sehen würde? Das ist kein Geheimnis. Und vielleicht hat sie als scheidende Vorsitzende und immer noch Kanzlerin dann auch die Autorität, die Delegierten davon zu überzeugen, dass das die richtige Wahl ist als neue Parteivorsitzende. Aber natürlich, Sie kennen die ganzen Namen, die auch gehandelt werden. Es dürfte hochspannend sein, wie sich der Landesverband Nordrhein-Westfalen geriert. Denn auch Armin Laschet hat immer mal wieder zu erkennen gegeben, also wenn es zu diesem Schritt kommt, dann wird der größte Landesverband ein Wortchen mitreden. Und er als Ministerpräsident dieses Landes will dann sicherlich auch nicht beiseite stehen. Das werden wir mal abwarten. Also ab heute sind die Diskussionen in der CDU massiv eröffnet. Und das ist eben Demokratie. Ich rechne damit, dass wir beim Parteitag im Dezember dann doch einige Kandidatinnen und Kandidaten sehen werden. Und deswegen nochmal die Nachfrage, Kandidatinnen und Kandidaten, das ist das eine. Es gibt ja die Diskussion innerhalb der CDU, dass man das konservative Profil wiedererlangen möchte, weil man das unter Angela Merkel, unter ihrer langen Regentschaft als CDU-Vorsitzende ja doch als verlustig gemeldet hat. Ist das zu erwarten, also eine Kurskorrektur? Ich hatte es ja angedeutet, Angela Merkel wird Annegret Kramp-Karrenbauer sozusagen in ihrer Nachfolge sehen und der Wirtschaftsflügel sieht sicherlich andere Personen. Es ist dieses alte rechter oder linker Flügel in der CDU, worüber wir seit 15 Jahren als Korrespondent gar nicht mehr berichten, aber weil das alles in der Ära Angela Merkel in der Mitte zusammengeführt wurde, aber das gibt es in dieser Volkspartei, die die CDU immerhin noch ist, selbstverständlich auch. Es gibt einen rechteren Flügel, einen linkeren Flügel und wenn man auf die Bundestagswahl jetzt mal schaut,
Stichwort vor einem Jahr, 1 Million CDU-Wähler sind zur AfD abgewandert, dann kann man sagen, dann spricht schon einiges dafür, dass die Vorsitzende in den letzten Jahren eben den Kurs der Mitte gewählt hat und es vielleicht etwas überrissen hat mit der Mitte und zu weit nach links gedriftet ist. Aber eins kann ich Ihnen auch sagen, innerhalb von 13 Jahren 3-mal die Große Koalition zu wählen, das ist eine Ausnahmesituation, eine Große Koalition in einer Demokratie. Das ist den beteiligten Parteien überhaupt nicht bekommen. Und das ist auch einer der Ursachen dafür, dass CDU, CSU und SPD jetzt so schlecht dastehen. Und deswegen muss jede Partei die Antwort finden. Andrea Nahles hat gerade voller Überzeugung gesagt, bei uns wird es keine Personalkonsequenzen geben. Angela Merkel ist wahrscheinlich nach längerer Analyse zu dem Schritt gekommen, ich werde mich hier nicht vom Hof jagen lassen, ich behalte das Heft des Handelns in der Hand. Und deswegen wird sie jetzt versuchen, ihre Getreue, ihren Flügel dann auch durchzusetzen. Und die anderen in der CDU werden überlegen, wen und ob sie jemanden dagegen setzen werden. Das werden wir in den nächsten Stunden und Tagen alles erleben. Dankeschön für diese Analyse, Gert-Joachim van Valois. Dafür haben wir unsere Korrespondenten, die das einschätzen und abbilden. Dankeschön nach Berlin für den Moment.